Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich mache heute mal einen schnellen Snack. Und das sind fertige Laugenbrezen aus der Truhe. Die habe ich jetzt 10 Minuten antauen lassen. Und da mache ich jetzt noch ein Topping oben drauf. Ich zeige es euch. Und das Topping ist mit 250 Gramm Schinken. Schmeckt wirklich super lecker. Das kann man so zwischendurch oder wenn man mal eingeladen ist oder vielleicht auch so eine Brunchtafel macht oder für die Brotdose morgens für die Kinder. Wie gesagt, das kann man überall essen und ist schnell gemacht und schmeckt richtig gut. Und noch geriebenen Käse tue ich jetzt da rein. Auch 250 Gramm. Und dann, wer mag, kann noch Frühlingszwiebeln rein tun. So, naja. Wie man mag, aber das mögen wir nicht so mit Zwiebeln so gern, so frische, ne? Deswegen lasse ich die weg. Jetzt menge ich das durch. Mit der Hand so. Käse und die Würfel. Ofen könnt ihr dann schon vorheizen auf 180 Grad. Und das geht dann 180 Grad im Backofen. So, jetzt habe ich es durchgerührt und jetzt packe ich das einfach hier oben so drauf. Richtig schön dick belegt. Wie gesagt, wir haben das schon einmal gegessen und wie gesagt, die Jungs waren begeistert, ich war begeistert. Wie gesagt, das kann man richtig lecker, also halt essen, ne? Ihr könnt das Gleiche natürlich auch mit Laugenstangen machen, das geht natürlich auch, ne? Laugenstangen aus der Tiefkühltruhe. Aber ich mache das immer mit Brezeln so. Wie gesagt, das ist super schnell. Das kann man auch mal so für zwischendurch zum Essen. Abendsitzung vom Fernseher. So. Haben wir alles schön belegt. Und jetzt ist es eigentlich auch schon fertig. Und das geht jetzt für 15 Minuten auf 180 Grad in den Backofen. Und wenn es fertig ausgebacken ist, dann zeige ich es euch wieder. Guckt, so sehen sie jetzt fertig ausgebacken aus. Habe ich gerade rausgeholt. Und ja, so essen wir die heute. Die Jungs zum Fernsehen gucken und wie gesagt, ganz schnell, super lecker. Ich werde jetzt noch einen auf den Teller legen, dass ihr einzeln mal sehen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das ja nachmachen. Und würde mich freuen, wenn das nachmacht. Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es euch geschmeckt hat. Und dann denke ich mal, werden wir uns wieder hören beim nächsten Video. Dann habt noch einen schönen Tag und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video, eure Andrea. Tschüss.